Hallo und willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Wir sind in der Westeroth DLC, alles wie wir gehabt. Episode 1933, weil kontinuierliche Zählung eigentlich nur die 10. Episode dieses DLCs, wenn man den Prolog mitzählt. So viel dazu. Mir ist gerade beim Wiederreinrennen in diesen Dungeon, weil Gründe aufgefallen, dass ich noch ein Buch übersehen habe, was ganz gut ist, dass ich das dann nochmal gemacht habe. Ich verstehe übrigens nicht genau, wie die Mechanik funktioniert, weil ich nehme ja nicht jeden Tag auf, oder ich nehme mal so ein bisschen vorher. Auf jeden Fall logge ich mich aber trotzdem jeden Tag in ESO ein, weil ich gierig bin und die Daily-Dinger haben möchte. Die letzten paar Tage, inklusive gestern, stand ich immer genau hier, wo ich halt die letzte Episode aufgehört habe. Und heute, wo ich aufnehmen will und mich einlogge, stehe ich wieder vor der Bude. Und ich weiß nicht genau, wonach das geht, dass man irgendwie... Dass man manchmal in einem Dungeon stehen kann und dann geht es nach ein paar Tagen nicht. Gibt es da irgendwie einen Cooldown oder so? Ja, egal. So, Dachless, wir lesen dieses Buch hier. Es ist kein Buch, es ist ein kleiner kurzer Text. Der lag 3 Kammern vorher, aber ich wollte nicht genau da anhalten. Und es handelt sich um das Tagebuch von Leonard Niesel. Erster Eintrag. Ich fand Elendling genau dort, wo der Kartenmacher in Skinrad es gesagt hatte. Ein typisches Beispiel für die elidische Architektur der Spätzeit. Nach kurzer Suche stieß ich auf eine Tür in der Gewölbe unter mir. Falls in diesem Ort vergessene Schätze zu finden sind, dann befinden sie sich dort. Ich werde meine Erkundung am Morgen beginnen. Zweiter Eintrag. Nun, Elendling wird seinen tödlichen Ruf gerecht. Der obere Durchgang ist ein Spießrutenlauf durch Fallen mit schwingenden Klingen. Einfache mechanische Geräte, denen man mit präziser Bewegung problemlos ausweichen kann. Die Tiere des Waldes sind da schon ein größeres Problem. Elendlings obere Ebenen sind schier verseucht von Wespen und Reifzecken. Sie müssen durch natürliche Felsspalten oder Einstürze hier heruntergelangt sein. Dritter Eintrag. Ich habe es durch die überschwemmten oberen Hallen geschafft und ich finde mich nun in den Reihen von Kammern wieder, die von Aeliden-Kristallen erleuchtet sind. Natürlich begegnen mir dabei weitere Fallen. Diesmal waren es dunkle Welkensteine. Diese schwarzen Kristalle steuern explosive Energie auf jeden, der ihnen zu nahe kommt. Außerdem fand ich Minotauren, aber damit hatte ich gerechnet. Ich konnte mich recht einfach an den Grobian vorbeischleichen. Letzter Eintrag. Ich habe das Labyrinth von Elendling erreicht, doch ich erlitt einen Rückschlag. Auf die Gasgitter war ich vorbereitet, die kannte ich aus anderen Aeliden-Ruinen. Aber ich hätte nicht auch noch mit untoten Wächtern gerechnet. Uralte Skelette, verborgen im grünen Nebel, der aus den Gittern durchdringt. Das hinter mir hatte ich nicht gesehen. Ich konnte mich zurückziehen, aber nicht bevor es mich erwischt hatte. Zu müde und verwundet, um gerade weiterzugehen zu können. Ich ruhe mich hier kurz aus, bevor ich mich auf den Rückweg an die Oberfläche mache. Ja, nee, super. Da wir das... Obwohl, lag da eine Leiche daneben? Das weiß ich gar nicht. Es könnte sein, dass das Tagebuch nur so da lag. Aber schön, dass er letzter Eintrag geschrieben hat. Also das ist das übliche Problem, ne? Das hatte ich ja schon im Jahr der Bretonen-DLC, dessen Namen ich leider vergessen habe, moniert, dass die... Ach, haben wir jetzt weitere Giftfallen? Skelette drin, ne? Diese Skelette wahrscheinlich, oder? Springt da auf? Bin ich nicht sogar Giftimmun? Oh, jetzt bin ich Giftimmun? Also ich bin technisch gesehen untot, ne? Aber... Ich habe gerade gar keinen Schaden von dem Gift genommen, ne? Hm? Ich weiß aber nicht warum. Also, ich dachte gerade kurz, dass ich vielleicht tatsächlich irgendwie wegen Vampirismus, weil ich halt technisch gesehen untot bin, kein Damage nehme, aber nö. Wie die Schicksalsströme euch durchfluten. Anscheinend bin ich einfach nur erfolgreich durch das Gift durchgeschlichen. Naja, gut. Das ist ein Labyrinth, ne? Labyrinthe haben Sackkassen. Ich möchte daran erinnern, dass ich da oben links eine Mini-Map. Ich hoffe, ihr seht zu. Das, die Schicksalsströme hauchen euch neues Leben. Wir müssen also wieder zurück. Also ich könnte natürlich einfach nicht über die Plattform rüberlaufen. Dann würde ich auch nicht die Fallen auslösen, ne? Ja, das funktioniert natürlich wesentlich besser. Yay. Oh, Weg sei Dank. Schön, dass die Skelette rauskommen, bevor ich irgendwas ausgelöst habe. Das ist eine absolute Frechheit. Ich bin nicht gegen euch gegangen. Das kostet nur Zeit. Also wenn ich nach der Karte gehe, könnte ich natürlich einfach durchrennen. Achso, da fällt mir gerade so ein, des Add-ons Dingsbums. Das hat tatsächlich immer jemand einen Kommentar geschrieben, deswegen gehe ich mal genau jetzt darauf ein, weil ich das irgendwie tausend Sachen nicht getan habe. Also, das sind die Add-ons, die ich benutze. Die Bücher sind logischerweise Lorebooks, Skyshards zeigt die Skyshards an, alles andere macht Destinations. Man muss das irgendwie noch konfigurieren, ich habe keine Ahnung was davon. Wichtig ist auf jeden Fall, es ist alles veraltet, bis auf die Lorebooks. Der Rest, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie alt der Scheiß ist insgesamt. Ich habe mich auch nicht weiter damit auseinandergesetzt. Es funktioniert alles, soweit das mir auffällt. Und das stört nicht weiter, aber es funktioniert halt. Die Minimap ist die Wotans Minimap. Und ich weiß gar nicht, was die beiden Dinger da machen. Ich weiß auch nicht, was die Slightly Improved Dialogs überhaupt tun. Also, keine Ahnung. Das Inventory Grid war einfach mal so kaputt, dass es gar nicht geht. Weil das habe ich jetzt wieder die klassische Minimap. Ich hatte das auf jeden Fall mal anders. Ein bisschen übersichtlicher. Ich finde, die Schrift ist eigentlich so groß. Ich meine, für euch ist es nicht so relevant. Also, so als Zuschauer, weil ich meine, ich mache das hier mit dem strikten Fokus auf Story und nicht, wie toll ich in diesem MMO bin. Ich habe bekannterweise noch nie irgendwelche Dungeons gespielt. Naja, doch, das finde ich. Aber ich spiele das hier nicht als MMO, ne? Ich spiele das hier als Elder Scrolls Lore-Spiel und das geht ja auch ganz gut, ne? Das ist ja. Und gut?
Aber heult nicht nach eurer Mutter. Ach, so eine zentrale Kammer. Die Kammer im Norden. Lasst eure Kraft durch die Schicksalsfelden wiederherstellen. Ich bin zu dir vorgerannt, weil ich mich nicht mit diesem Minotaur auseinandersetzen wollte. Den der gute andere Dude einfach versucht hat zu entschleichen, aber ich, ich fühle mich einfach stark genug, die Sachen zu bekämpfen. Ah ja, okay. So, sie hat irgendwas mit der Kammer im Norden gesagt. Ich schließe jetzt dieses Tor auf. Das ist ein schottiger Shortcut. Dann passiert irgendwas? Ach nee, achso, ich brauche auch ein Begegnungsstand. Na gut, dann geht das wohl nicht. Wir könnten in diese Richtung laufen, aber der Questfall möchte, dass ich hier lang laufe. Also mache ich das. Achso, ich bin auch nicht im Besitz des richtigen. Erst jetzt muss ich hier noch ein bisschen. Oh Mann! Knast! Warum denn? Sich umzuschauen, während man durchrennt wie so ein Wahnsinniger, ist natürlich irgendwie schwierig. Achso, wir kommen jetzt. Ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich richtig rumgelaufen. Oder laut Karte müssten wir jetzt gleich auf der anderen Seite von dem Tor angucken und das ist nämlich Orphan und in der Mitte finden wir bestimmt finden wir welche Aliden statt und wir finden einen Ursul Grabhuf. Habe ich schon erwähnt, dass das ein bisschen seltsam ist, dass die Minotauren irgendwie intelligent sind, aber auf der anderen Seite irgendwie komplett nicht als intelligente Spezies in dieser Welt anerkannt werden. Von den Grabhuf ist ja auch ein wunderschöner Kuhname, ne? Was zur Hölle war das eigentlich? naja gut, Ursula, komm mal her mit deinen 400.000 Lebenspunkten. Warte mal, ich hatte noch mal irgendwas. Die Schicksalsströme hauchen euch neues Leben ein. Oh, ich könnte ja mal live leechen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Funktioniert das auf Minotauren eigentlich? Also. Bringt mir das Vampirstufen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin wie immer auch nicht informiert, wie Vampirismus aktuell funktioniert. Nein. Ursula kann Lavasteine zaubern. Also lass das doch mal. Oh nein, sagst du nicht. Ich dachte gerade kurz, er hat Phasen. Und er würde gleich anfangen, hier nochmal welche Ads zu rufen. Aber Ursul Grabhuf ist anscheinend ein großer Krieger und macht das alles selber. Was ist denn das Gift, was hier raufkommt? Ich dachte, das Gift kommt auf irgendwelchen Platten. Übrigens auch absolut unwahrscheinlich, dass irgendwelches Giftgas so lange erhalten bleibt. Weil also gerade so irgendwelche toxischen Gase haben meistens die Angewohnheit, das zu sitzen. Oh, Spuge, elitische Skulptur, gewaltiger Baum. Da habe ich noch nicht eine von gemacht, ne? Die gibt es seit ziemlich vielen DLCs, seitdem. Wie auch immer die Stadt im Norden heißt. Ich habe ihren Namen vergessen. Die Dwärmer, die quasi Dwärmer, wo sich die Nord reingezogen haben. Nicht Gemunshall. Ach, wie heißt die denn? Auf jeden Fall seit es. Das Rift DLC? Ne, das war nicht das Rift DLC. Wie ist das? Das ist nördliches Himmelsrand, ne? Oder westliches Himmelsrand? Markat. Seit dem Markat DLC. Glaube ich, gibt es ja dieses Suchen nach Zeug. Und ich habe das bis heute noch nicht gemacht. Das ist übrigens eine sehr gut erhaltene Eilidenstattung mit einer Waffe, mit einem Edelstein drin. Hm. Schön, schön, schön. Was finden wir jetzt hier? In einer Eilidentruhe. Wir finden einen Iglin-Schlüssel. Diese uralte Schlüssel zeigt Spuren Eilidischer Handwerks. Quest Pfad des Chaos. Jener Schlüssel schließt sicher diese Tore auf. Gehen wir weiter, Entsandte. Ich spüre, was wir suchen, liegt irgendwo im Süden. Ah ja. Wir hätten natürlich auch unmöglich durch die Wand smashen können. Also ganz witzig übrigens. Das ist ganz witzig, aber. Ich habe, es ist ein neues Fantasy-Buch rausgekommen. Es ist nicht für jedermann tatsächlich. Das ist von Andrew Rowe geschrieben. Das erste Buch der Serie ist Arcane Ascension. Ich wollte jetzt einfach mal umgehen, hier dumme, aber. Das kann ich so semi-empfehlen. Also das ist halt so. Ich glaube, das heißt Lit-RPG ist, glaube ich, das Genre. Also das Ding ist halt, das ist eigentlich ein Element, das man vor allen Dingen in so Animes oder Mangas viel findet, weil die Mechaniken innerhalb dieser Fantasy-Welt sehr, sehr, sehr wie ein Computerspiel sind. Also der Charakter, also der Main-Viewpoint-Charakter in dem Buch ist ein Verzauberer. Und das fängt schon damit an, dass, um ihre Magie zu kriegen, machen die am Anfang so ein Anfangs-Dungeon und dann gibt ihnen die Göttin eins von, glaube ich, 20 oder 30 verschiedenen magischen Dingern in irgendeinem Körperteil und das bringt dir dann die eigentlich Magie, die dann aufleveln kann, wenn du genug Mana hast und dann kannst du auch mehrere haben, dann kannst du das kombinieren und so weiter und so fort. Naja, und auf jeden Fall, das ist halt alles sehr Classic-RPG und das Szenario bringt sich auch dafür, dass es gelegentlich... Auf Wiedersehen, meine Freundin. Dass es gelegentlich so Dungeons gibt. Und es gibt eine andere Person, die so in der Mitte des ersten Buchs auftaucht, die auch in der Weapons and Wielders, beziehungsweise in der anderen Fantasy-Reihe, die auch wieder damit zusammenhängt, aber absolut nichts damit ist richtig zu tun, und außer dass es halt so ein Setpiece sind. Ein Charakter, der sehr, sehr stark ist und vor allen Dingen die meisten Sachen einfach zerstören kann. Und, naja, der denkt sich halt so, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock auf hier irgendwelche Schlüssel finden oder irgendwelche Türen. Alter, ich hau mich jetzt durch diese Tür. Was? Was?
Wir treffen die Telia persönlich? Wenn er 15.000 Lebenspunkte hat. Die smashen, der smasht halt einfach durch die Wände durch. Und denn, das gibt aber meistens in diesen Dungeons gibt's irgendwie einen semi-intelligenten Administrator, der sich darüber sehr ärgert. Und dann, beziehungsweise irgendwann im dritten Buch, glaube ich, ist der Charakter, ist das seine Challenge für den Dungeon, ist, dass er der Dungeon Master ist und die Räume bauen muss. Und sieht dann verschiedene Dinge aus der Vergangenheit. Und einer von denen, die fangen halt an, irgendwie alles abzubauen. Die klauen dann halt die Wände oder irgendwelche Fallen, weil die sehen, oh, das ist wertvoll hier, das nehmen wir mit. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich weiß nicht, mit diesem Spiel. Ich finde das halt, fand das halt immer recht witzig, dass halt. Also ich meine, in ISO ist es natürlich nicht möglich, aber in sagen wir mal, Minecraft zum Beispiel geht das ja sehr gut, dass die Leute anfangen, die Wände abzubauen, weil, cool, wir haben hier Most Cobblestone, den findet man sonst nirgends, den sollten wir mitnehmen und einen kompletten Dungeon einpacken. Ich muss mal an Shrouded weiterspielen. Da geht das leider nur partiell, dass du den Dungeon mitnehmen kannst, aber da kannst du auch erstaunlich viel mitnehmen von den Sachen, die im Dungeon rumstehen. Naja, und da musste ich gerade so denken, als wir diesen scheiß Schlüssel gerade gefunden haben, den wir eigentlich gar nicht, also ich meine, wir sollten eigentlich mächtig genug sein, obwohl, ich meine, man muss ISO zugute halten, wir haben nie so richtiges Power Creep vom Character Development, ne, das ist halt immer, wenn wir irgendwelche Götter besiegen oder Daedra, dann ist es halt immer mit irgendeiner externen Hilfe von jemand anders und nicht unsere eigene Macht, die irgendwie gestiegen ist, weil das haben ja viele RPGs das Problem, dass irgendwie die Sachen immer größer werden und am Ende ist halt die Welt selbst in Gefahr, wenn auch nur einer deiner irgendwie göttertötenden Attacken daneben geht, weil du leider denn die Erde wirklich komplett in zwei spalten würdest. Und das wäre natürlich ein bisschen doof. Ich rede mal kurz mit Lerami, bevor wir mit Itelia reden. Die dädrische Macht, die ich zuvor spürte, ist hier noch stärker. Der dädrische Schrein ist in der Nähe. Achso, wir könnten übrigens noch Wetten annehmen, ob Itelia vielleicht eine Person ist, die wir kennen. Das ist mir gerade, wo ich gerade so diese Roben-Person da so gesehen habe, ist mir gerade so eingefallen, dass Itelia eventuell. Ach nee, das war geklärt, ne? Wir hatten diese eine Person im. Ach Mann, wie heißt denn dieses dumme DLC? Es ist jedes Mal, das passiert andauernd. Prüfen, Kalthafen, auch wir. Auch wir? In Ferngrab. Ah. Da hatten wir doch diese eine Dingsbums, die deren Namen ich auch komplett vergessen habe, weil mein Gedächtnis so schlecht ist. Die nicht wusste, wer sie ist und wie sie da hingekommen ist. Aber ich glaube, die war keine Daedra. Da hatten wir ja auch die andere Dremora, die ziemlich viel Macht eingesagt hat und dann verschwunden ist. Aber ich habe ehrlich gesagt komplett die Story davon vergessen. Insofern weiß ich gar nicht, wie wahrscheinlich das ist. Das muss der Schrein sein. Aber wer ist... Oh, das ist Itelia. Vielleicht könnt ihr mit ihr reden, Entsandte. Itelia sieht auf jeden Fall recht lovely aus. Wir haben sie gefunden, Entsandte. Itelia, die Fürstin der Pfade. Nähert euch ihr vorsichtig. Sie mag wie eine Sterbliche erscheinen, doch sie ist die wahrhaftige Inkarnation eben jener dädrischen Macht, die diesen Ort durchdringt. Ja, aber wie kann sie eigentlich überhaupt auf Nürn, also direkt in ihren eigenen Körper latschen? Weil wir erinnern uns, dass die anderen Daedra dafür Leute brauchten, die sich ihnen voll hingeben. Und ich dachte, das war eine Drachenpack-Geschichte, dass sie das nicht können und nicht die ganze Geschichte mit Sodasil. Vielleicht bringe ich es auch durcheinander. Oh, ich bräuchte einen Lore-Check-Up. So, hallo Itelia. Bevor wir mit dir reden, gucken wir uns erstmal an, was du da für ein Equipment hast. Also hier so ein... Was ist das für ein Material? Soll das blau gefärbtes Leder sein? Sind so eine Stoffverbindung? Ja, denn hier... Das ist so ein altertümliches Design, ne? Mit diesen kleinen Rückenflaps, die eigentlich überhaupt keine... Na gut, die bilden eventuell ein Gegengewicht. Es könnte tatsächlich funktional sein für die Kapuze, weil es Gegengewicht bildet, ne? Weil so zieht es das so runter, wenn hier hinten so ein bisschen Gewichte dran sind. Keine Ahnung, was das... Itelia ist übrigens ganz schön groß, fällt mir mal so auf. Also, ich möchte daran erinnern, dass meine Hochelfe das Maximum ist an Balken, wie hoch du ihn ziehen kannst. Und sie ist immer noch kleiner! Und sie hat diese Armdinger. Bis jetzt hat sie mehrere von diesen Armdingern. Wie halten die da? Mittlerweile auch so diverse Verzierungen für so Festivals. Und also diese komischen Arm-Dingsi-Bumsi, die sieht man manchmal bei so Metal-Sängern auch. Nicht nur Sängerinnen, also es ist nicht prinzipiell weiblich, aber ich habe echt noch nie gedacht, dass ich so eine komische Schlange um meinen Arm brauche. Vor allem, weil das, ich habe halt immer Angst, dass die Dinger rutschen. Sie hat zigtausend so eine Haarperlen. Das ist übrigens mega unpraktisch. Ich habe hier auch so eine Perlen rumliegen. Erstmal halten die so nicht normal, weil wenn du die in deine Haare flechten, ist das nicht so einfach. Ich habe es versucht und das dauert Stunden. Also das ist, allein wenn ich das nur in einen Strang 300 Perlen reinmachen will, dann dauert das 10 Minuten oder 15 und ich kann es auch nicht alleine machen. Also das sieht zwar mal sehr episch aus und ich weiß, insbesondere Computerspiele das voll gerne machen mit diesen Haarperlen und Dings, die ja auch Aloy von Horizon Zero Dawn. Aber das ist voll anstrengend!
Das ist übrigens auch so ein Ding, was er nie einer vorher erzählt hat. Naja, gut. Hallo Italia, grüß dich. Du hast ganz schön große Augen, ne? Und so Lippen. Ich glaube, sie versucht, irgendwie freundlich auszusehen. Eventuell ist sie mega unfreundlich. Also wahrscheinlich ist sie aber genauso wie Torve sagt und so mega freundlich und alles. Ich würde es sehr genießen, wenn sie einfach straight up böse wäre, aber das wird sie wahrscheinlich nicht sein. So, wie lange rumgelaufen, wir fangen an. Ich erkenne euch nicht. Aber dennoch kommt ihr mir vertraut vor. Fast wie dieser Schrein. Ich weiß, dass ich mich an ihn erinnern sollte, doch ich tue es nicht. Sagt mir, was ist das für ein Ort? Warum hat es mich hierher gezogen? Oh cool, Italia hat sich selber vergessen. Ist es denn wirklich Italia oder nur der Avatar von Italia? Also, na gut, Hermias Mora hat ja gemeint, dass das alle vergessen mussten, also wahrscheinlich auch Italia selber. Das wirkt dann wohl noch nach. Wir sind in Elegion, das ist der Schrein, in der Dietrafürst. Es ist schön, dass wir ausnahmsweise mein Charakter mal semi-klug ist und, also mir fehlen halt immer noch die Optionen hier. Ich frage mich wirklich, was aus dieser eine, in Eckklammern Alchemie-Option mal geworden ist, die wir zwischendurch in der Bretonenbude gehabt hatten. Na egal, Schrein in der Dädra-Fürstin. Echt die Bubble? Na gut. Eine Dädra-Fürstin? Ja, ich erinnere mich. So nannten Sterbliche mich. Aber Elenglyn ist eine stolze Zitadelle, keine zerfallende Ruine. Ihre Bewohner sind weise und stolz. Sie beten mich an. Wartet. Ich spüre etwas. Und noch eine Erinnerung. Hermeus Mora. Jetzt frage ich mich gerade so ein bisschen, ob wenn wir jetzt langsam zurückgegangen wären und nicht mit ihr interagiert haben, ob sie die nächsten 100 Jahre hier gestanden hätte und das Ding angestarrt. Obwohl, nee, gut, die Dings waren schon hier. Das hätte uns also nichts gebracht. Schön, dass wir Italia übrigens gleich als erstes treffen. Well played, da habe ich ja gut den Ort, den relevantesten Ort als erstes genommen. Das ist sehr schade eigentlich, so von Storytelling her. Naja, was soll's. Können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Achso, das Echonier. Oh, ja. Oh, wir könnten uns gemeinsam erinnern. Da freut sich Italia bestimmt richtig drüber. Das Echonier. Ja, so nannte es der abgründige Kefaliarch. Ein kluges, kleines Gerät, das er erschuf, um Dinge zu finden und zu entfernen, die mir gehörten. Gedanken, Erinnerungen, Wahrheiten, die niemand wissen sollte. Zeigt es mir. Ich will sehen, was es offenbart. Also, das ist keine... Das klingt vielleicht ein bisschen wie eine Bitte, oder na gut, eigentlich war es eine Aufforderung, aber... Ich glaube, das ist ein Angebot, das wir nicht ablehnen können, ne? Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich muss das mal gucken. Ja, das ist so nervig, dass halt, dass der RPG-Teil in ESO, also hier fällt es mal wieder auf, sehr, sehr minimal ist. Also ich meine, das würde natürlich sehr die Story verändern oder müsste es halt andere irgendwelche dummen Devices machen, die halt dafür sorgen, dass sich die Pfade ganz schnell wieder konvergieren. Aber. Ich meine, wir spielen eine Elementarmagierin, ne? Also wir sind. Also ich nehme mal zumindest an, dass in dieser Welt, um Magie zu benutzen, meistens sind Zauberer und Zauberinnen und Hexen und andere Wesen meistens relativ klug, vor allen Dingen, weil es irgendwo mal Mob gibt, der sie irgendwie verbrennen möchte, obwohl in dieser Welt eher nicht. Insofern sollten wir ein bisschen klüger sein bei der Interaktion mit ätherischen Wesen jeder Art und nicht so wie so ein... Weil das Ding ist, wenn ich jetzt hier so einen stumpfen Barbarenkrieger spielen würde, irgend so ein Nord, der nichts außer seiner großen Zweihandachse kennt, dann würden wir genau den gleichen Dialog sagen. Obwohl, prinzipiell, um als Nordkrieger wahrscheinlich lange und alt zu werden, sollte man vielleicht auch nicht komplett Brot sein, ne? Na gut. Ja, will die auch sehen. Echt? Oh. Einfach so? Passiert das einfach oder muss ich vorher mit... Okay, ich muss ja mit ihrer Armee. Das Schicksal schenkt mir derzeit kein Geleit. Geht weiter vor, wie es euren Neigungen entspricht, Entsandte. Zweifelsohne werden die Anforderungen des Schicksals sich noch früh genug offenbaren. Ja, ich fürchte auch. Die Tee noch zu sagen, die Kinder mit dir reden. Ja, denn, sehen wir, was Mora mir genommen hat. Alles? Ihr setzt alles aufs Spiel, Italia. Ihr müsst die vielen Pfade aufgeben. Oh, das Torf ist halt auch dabei. Meine Fürstin schwächen. Warum sollte sie sich darauf einlassen? Um die Wirklichkeit zu wahren. Ihr Mutwille bedroht jedwede Existenz. Schwester Neidon, was ihr auch so cool fühlt. Eure Ängste und seht einen Untergang vorher, der niemals sein wird. Hinfort, Mora! Aha. Guck mal, die hat so ein. Italia verschwand, als die Erinnerung endete. Unterhalten wir uns draußen.
Ja, aber voll cool. Sie hat so ein Dingensbummel. Also ich stan jetzt hier auch Ithelia. Also Ithelia ist auch, mal von abgesehen, dass sie an deinen weiblichen Avatar hat, das ist ja relativ egal, aber sie hat ja dieses komische Dingensbummels Flügel-Kronenzeug. Das ist schon ein bisschen geiler und nahbarer als komisch, als Hermeus Mora sein seltsames Auge mit den Tentakeln. Ich meine, wer bietet denn bitte schön das an, wenn die Option... Also ich meine, Ithelia scheint ja irgendwie quasi Hermeus Mora ein geiler zu sein. So mit, also weniger Geheimnisse, mehr viele Pfade, aber... Ach so, da hätten wir ein riesengroßer Adler. Gehen wir durch, was wir in den Ruinen sahen, Entsandte. Ja, super. Nun wird es klar. Die Rückbesinnung ist auch hinter Ithelia her. Sie hofft, sie dabei vorzufinden, wie sie ihr ehedem bekannte Orte besucht. Genau wie wir es taten. Doch Ithelia wirkt verwirrt. Ich glaube, sie hat ihre Erinnerungen noch nicht vollständig wiedererlangt. Oder sie versteht noch nicht so recht, was ihr widerfahren ist. Ja, was hältst du von der Erinnerung? Also, das ist Ithelia hat quasi das gesagt, was ich auch schon im Zweifel gestellt habe, dass Hermeus Mora tatsächlich irgendeinen Untergang herbeisieht, das Ende der Realität. Auf der anderen Seite könnte sich natürlich Ithelia selbst auch mega überschätzen. Ja. Ich glaube, wir haben jenen Augenblick miterlebt, in dem Hermeus Mora das erste Mal Ithelia mit der Gefahr konfrontierte, die sie für die Wirklichkeit darstellte. Und wir haben ihre Weigerung gesehen, auf ihn zu hören. Es fällt jeder Kreatur schwer, das eigene Wesen zu ändern. Insbesondere einer Daedra-Fürstin. Ja, würde ich ja so ein bisschen... Aber dennoch, das Ding ist halt... Das würde ja voraussetzen, dass Daedra irgendwie Agency haben. Also die Fürsten vor allen Dingen. Und alles, was wir so sehen, ist, dass die Fürsten eigentlich vor allen Dingen gegen sich selber in endlosen Konflikten beschäftigt sind. Oder irgendwelche Schemata aufbauen, die anderen wieder unterbrechen. Also quasi, sie führen eigentlich einen Proxykrieg nach dem anderen. Aber Ithelia, in diesem Fall, kämpft halt nicht gegen einen anderen Fürsten, weil das Hermeus Mora eingreift. Aber sie sidesteppt so den ganzen Konflikt zwischen den Daedra so ein bisschen, ne? Na gut, was machen wir jetzt? Das ist nur ein Stein dieses Mosaiks, Entsandte. Ihr müsst noch Ostomir und das Rostwall-Anwesen untersuchen. Findet heraus, warum die Fäden des Schicksals dort zerfasert sind. Sucht mich in Beragons Stadthaus in Skingrad auf, sobald ihr bereit seid, Bericht zu erstatten. Na klar. Das klingt übrigens so ein bisschen, als würde Ithelias reine Anwesenheit dafür sorgen, dass das Schicksal... Ich nehme an, wir treffen ja den anderen beiden Orten vielleicht auch? Ja, wer weiß das schon. Ne, wir werden das sehen. Wir sind auf jeden Fall beim nächsten Mal, also morgen hoffentlich. Bis dahin. Ciao.